Okay, die könnten mich töten. Haben sie aber nicht. Weil ich einfach zu gut bin. Denn ich bin Hobo. So. Vier neue Bienenwaben habe ich jetzt hier. Wunderbar. Ach komm, die Biene da oben gönnen wir uns noch. Ich bin jetzt gerade so dazu geneigt zu fragen, ist die Spinne da oben aufgestanden oder... nee, ich gehe lieber weg. Wobei, was essen? Nee, scheiß drauf. Erstmal weg hier. Alter, jedes dritte scheiß Nest steht hier auf, ey. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Was zur Hölle haben die denn? Okay, hier ist wieder ein bisschen Sumpfgebiet. Zumindest sehr, sehr teilweise. Okay. Interessiert mich jetzt nicht. Warte mal, hier geht's ja noch weiter. Okay. Nur geringfügig. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir nicht irgendwie so eine Basis irgendwie, ein Torbert. Irgendwie in einer, so ein Dings errichte, so an so einer ganz, ganz spitzen Ecke oder sowas. Aber das habe ich dann doch irgendwann mal gelassen. Kam mir dann nicht so toll vor. Oh oh. Wo bin ich? Hier. Okay, hier dürfte dann nochmal eine etwas größere Insel sein, so wie hier. Und dann sollte das, glaube ich, alles abgeschlossen sein. Nimm die Karotte. Iss. Okay, ich muss mich vorbereiten auf den Kampf gegen die scheiß Wölfe. Aber ich möchte ja auch noch einmal ganz rundrum, damit ich im Grunde alles schon mal aufgedeckt habe. Zumindest teilweise alles. So diese Grundfläche schon mal. Ja, ich hab das gehört, Wilson. Ich bin nicht schwerhörig. Ach, geh weg. Das ist dir schmecken. Da! Ah! Dass ich hier auch noch ohne Rüstung rumrennen muss, das geht mir tierisch auf den Sack. Aha. Was hat der denn da fallen lassen? Jetzt greif ihn doch an! Verdammte Axt. Wrecked Gem. Aha. Row, 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 row. Who let the dogs out? Oder was wolltest du da gerade singen? Schade, dass ich jetzt gerade keine Axt dabei habe. Alter, wie weit ist das denn? Oh, wenn ich Glück habe, kann ich... Ah, schade. Ich dachte jetzt, wenn ich Glück habe, kann ich im Grunde den ganzen Wald zum Abfackeln bringen, aber ist ja leider nicht so. Okay. Diese Wölfe verlieren also diese Kristalle. Ich glaube, ein Kristall davon, 6 Gold und noch irgendwas anderes und dann können wir uns ein Amulett machen. Allerdings habe ich keine wirkliche Verwendung für ein Amulett. Wie ich es vermutlich schon einmal sagte. Ja, oh, meine Güte, sprieß mir doch direkt ins Gesicht. Sprieß, nicht Spritz, Leute. Sprießen. Und da ist noch so ein Torbert. Na, wie geht's, Kollege? Mal gucken, ob das schnell reagieren kann. Oh, das kann sehr schnell reagieren. Das kann schnell reagieren. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich liebe dieses Geräusch. Klunk. Okay, komm her. Ich habe ein Problem. Oh, Junge. Das war knapp. Alter. Das war sehr knapp. Okay, hau dir das auch noch rein. Alter Falter. Okay, das war jetzt dämlich. Das war jetzt sehr dämlich. Dann haut er halt den Honig rein. Ist genauso gut. Mit Sicherheit sehen wir hier gleich auch als erstes Spinnen. 100 Pro. Kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Man hat auch mittlerweile auf jeder Insel Spinnen. Hier haben wir schon Spinne, da haben wir Spinnen, da, hier, da hatten wir welche, da haben wir noch welche. Hier waren aber keine, ne? Da. Hier, da, oh. Die Viecher sind überall, das ist echt wie eine Epidemie, die Viecher.
Was sage ich? Spinnen! Diese Drecksviecher, ey. Die gehen mir so auf den Sack, ne? Mit Sicherheit steht der Teil gleich auf und ist eine Spinnenkönigin. Da oben sind noch mehr. Welche Überraschung. Und hier? Ich denke mal, hier dürfte dann der Pfad ungefähr sein. Aber das kommt so ungefähr hin mit der Größe, denke ich mal. Jo. Dann haben wir im Grunde alles entdeckt. Ja. Dann können wir uns irgendwann nochmal aufmachen und alles aufdecken. Ach Gottchen. Das wird eine Arbeit, das alles aufzudecken. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Richtig hinsetzen. So. Das wird ein Spaß. Ich werde schon so langsam so ein bisschen müde. Aber auch nur ein bisschen. Schweine! Gibt's ja auch wieder einen neuen König? Nee, aber Artikel. Ich will Schweinehaut haben. Das ist mir auch egal, Mann. Ich will Schweinehaut haben. Attacke! Alter, du sollst die Hampelmänner töten, die mich angreifen wollen. Geht doch, versucht er die umzubringen. Alter, wenn ich jetzt wegen Schwein sterbe, ne? Die Schweinhaut gehört mir. Dann lasse ich die Dinger hier verfallen. Da unten dürfte jetzt noch ein Ding sein. Warte mal, ich habe zweimal... Jetzt kann ich den Huten aber auch nicht töten. Naja, hatte ich eh nicht wirklich vor. Ja, okay, eigentlich ja doch. Aber cool, dass hier noch mal ein paar Schweine sind. Dann weiß ich, dass ich hier auf jeden Fall noch mal so ein paar Schweinchen abgreifen kann. I love friend. But I don't love you. But I know what you can do for me. Oh, spring weg! Nein, nein, nein! Nein! Scheiße! Oh, nein! Das kommt jetzt gerade eher wenig gut. Ich brauche Essen. Und das auch noch, komm. Okay, keine Bienen, die mir dabei... Oh, Zwischenfunken. Das ist sehr nett. Okay, okay. Ich nehme die Kekse mit noch. Ansonsten verpisse ich mich jetzt. Oh, und da ist Mais gewachsen. Yay. Das interessiert mich aber gerade gar nicht. Ich will jetzt nur meine Sachen haben. Wenn die verschwinden, dann... Nee, da raste ich doch aus, Mann. Hier hin, da runter und dann... Okay, das sollte ich locker hinkriegen. Ich höre einen Truthahn. Truthahn! Boah, mein Hirn, ey, das macht mich jetzt total fertig. Ich muss da auf jeden Fall schnell hin, ansonsten bin ich am Arsch. Weil dann wird dunkel und dann ich Problem. Boah, Junge, mein Geist, ey. Meine Psyche ist voll am Ende. Da ist der Weg, okay. Dann bin ich jetzt schon mal hier, das ist gut. Durch den Sumpf kommen wir auch schnell, wenn ich am Rand entlang laufe. Ja, ist ja auch relativ kurz dann. Und dann sollte ich das eigentlich locker hinkriegen können, dann auch eigentlich rechtzeitig vorbeizuschneiden und dann meine Sachen einzusammeln. Hoffentlich nicht von den Spinnen attackiert zu werden, weil sonst habe ich ein Problem. Dann komme ich nicht an meine Straw Rolls ran. Wobei, da müsste ich versuchen, an meine Straw Rolls irgendwie ranzukommen. Wobei, nehme ich auch noch mit. Komm, komm, nimm mit, du Sohn deiner Mutter, du. Also ich muss irgendwie, das Allerwichtigste sind momentan die Straw Rolls. Ich muss erst die Straw Rolls erwischen, damit ich zur Not auch abhauen kann und dann eine Runde pennen kann. Weil ansonsten verschlingt mich die Nacht und ich bin tot. Alter!
guck dir doch nicht den schönen Baum an. Oh, Junge. Alter, Junge, ernsthaft, Wilson, du bringst mich um den Verstand. Was bist du für ein komischer Vogel? Allein schon deine Frisur. Guckt euch doch noch die Frisur an. Das sieht aus wie ein verbogener Dreizack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, ba, da, ba, da, ba, da, 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 da. Lass mich da doch bitte hin. Das wäre schön. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wieso ist der nicht verreckt? Ja, das muss ja hier hin. Esse ich erstmal die Cookies. Okay, das bringt nichts. Nee, ich will Rache haben. Eindeutig. Zumindest will ich mein Schwein hier jetzt töten, verdammt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Haut das Ding einfach ab. Kann er doch nicht machen, verdammt. Geh doch nicht. Nee, komm. Tu, wie es jetzt verrecken. Da gibt der mir so einen Scheiß, ey. Ich mein's ernst. Wieso geben die mir immer so einen Scheiß? Naja, verpisse ich mich mal. Ich hab bald keine Waffe mehr. Das heißt, ich denke mal, einen Wolfangriff dürfte ich noch überleben können. Ja, wobei noch ein paar mehr. Zumindest waffentechnisch. Oh Gott. Ja, nimm die Seeds auf. Futter die sofort und fertig ist. Nein, lauf weiter, Wilson. Lauf weiter. Lass dich nicht von so einem Ding zerstören. Lass dich davon auch nicht aufhalten. Ah, was haben wir denn da? 18%. Die kämpfen? Das könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Um dann nochmal was... Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um dann nochmal was abzugreifen, meine ich. Die Spinnkönigin ist da gerade mit 2 Tentakeln am Fighten. Junge. Nein! Oh, Junge, Junge, Junge. Ich hab mir's anders überlegt. Ich esse erstmal was. Und weg, hier, Wilson. Ein bisschen mehr. Jetzt wird's nämlich jetzt dunkel. Und dann möchte ich nämlich erstmal pennen. Und dann können wir nochmal über Rache reden. Oh Gott. Der müsste immer noch geschwächt sein. Mich kriegst du nicht gesagt. Ich will das jetzt versuchen, auch wenn das Ende des Let's Plays bedeutet. Eins, zwei. Komm schon. Und Attacke. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Nein! Nein! Naja, egal. Verdammte Scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte mit der Taktik irgendwie umlegen. Weil ich konnte ja immer relativ schnell ausweichen, bevor der irgendwie angefangen hat zu schlagen. Scheiße. Naja, Leute, das war das Don't Starve Let's Play. Nach einer Aufnahmesession von 2 Stunden. Alter. Ist dieses Let's Play jetzt vorbei? An sich muss ich sagen, ist es gar nicht so schlecht, dass es jetzt vorbei ist. Aufgrund der Tatsache, ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr so viele Dinge, die ich euch jetzt irgendwie näher bringen wollte oder sowas, die jetzt irgendwie interessant sein könnten. Natürlich gibt es noch mehr oder weniger noch mehr Updates und alles, aber naja. Zudem finde ich, jetzt nach 2 Stunden Aufnahmezeit, das dürfte ja auch wieder einiges an Parts sein, im 40er-Bereich vielleicht, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber auf jeden Fall, je länger das Projekt, desto schleppender wird es. Und ich wollte das Projekt einfach nicht zu lange in die Länge treiben. Und naja, ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. Ich
wäre natürlich sehr froh, wenn ihr das Projekt bewerten könntet, natürlich. Kommentieren könntet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei einem nächsten Projekt wieder. Ich sag schon mal Tschüssi, Kowski, und bis zum nächsten Projekt. Danke für die ganzen Kommentare, für die ganzen Bewertungen und so weiter und so fort. Ich bin jetzt raus. Tschüssi und Kowski.